Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Blattgrün Randomizer als Color Lock Challenge. Immer noch im Team Rocket Geheimversteck, was wir aber jetzt auch mal so langsam abschließen wollen. Jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen, welche Etage sind wir? Okay, wir sind 3S. Ich möchte nämlich ins vierte Obergeschoss. Wobei ist das 3S, das 4S das vierte Obergeschoss? Okay, das heißt auch einfach so. Okay, gut. Weil ich glaube, hier kommen wir an den Lift öffnen. Genau. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Und zwar, wenn man hier ist. Ist hier nicht ein Teleporter? Nee, warte mal. Irgendwo war hier ein Teleporter, der uns, glaube ich, zum Liftöffner bringt. War das der Teleporter hier? Nee, Moment. Ich muss einmal ganz kurz nachdenken. Erstmal müssen wir, glaube ich, an den Trainer vorbei, genau. Und ich glaube, wir sind ziemlich nah am Liftöffner. Ziemlich nah. Wir müssen durch einen dieser Teleporter auf dieser Ebene gehen. Und dann müssten wir, glaube ich, zu dem Liftöffner, nicht Liftöffner, Türöffner kommen. Und wenn wir den Türöffner haben, dann können wir einige Items einsammeln und gehen dann auch schon so langsam mal zu Gary. Denn wir wollen das hier ganz, das Ganze hier mal abschließen. Und wir machen natürlich nur wie eh und je weiter mit den Fragen. Und bevor ich mit den Fragen anfange, ihr könnt mir natürlich immer noch Fragen stellen, denn momentan habe ich hier Fragen, das sind einige, die ich hier noch habe, aber die Fragen, die ich jetzt hier auf meiner Textdatei habe, sind die von Part 34 und den Parts davor, ich glaube Part 30 bis Part 34. Und wir nähern uns langsam dem Ende der Fragen, also ihr könnt mir immer gerne wieder welche stellen. Ich denke mal, dass wir dann auch alle Fragen beantworten können, bis zum Ende des Let's Plays, also wir können ruhig weiterstellen, das will ich nur noch mal damit sagen. Auf jeden Fall fangen wir mal wieder an mit den Fragen von Flo Fischer, der sehr aktiv in den Kommentaren dabei ist, was die Fragen angeht. Also erstmal vielen Dank, wie immer, dafür. Und dann kommen wir zu der ersten Frage. Wenn du ein Gegenstand wärst, was für ein Gegenstand wärst du? Also schreibt auch ein Klammern dahinter. Ich weiß, behinderte Frage, Doppelpunkt D. Es ist eine interessante Frage, keine Frage, dass es eine interessante Frage ist. Dreimal in einem Satz Frage zu verwenden, ist auch eine super Sache. Wow. Was für ein Gegenstand wäre ich gerne? Ich wäre gerne ein Computer. Bestimmt. Welche Sorte an Nüssen magst du am liebsten? Erdnüsse. Wobei Walnüsse auch seinen Charme haben, aber Erdnüsse noch einen Tick über Walnüsse. Was regt dich am meisten auf? Boah, das ist schwierig. Es gibt so Kleinigkeiten, die mich dann so ein bisschen aufregen, aber ich habe nichts, was mich irgendwie am meisten aufregt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, nichts. Also ich kann darauf keine Antwort geben, weil ich bin niemand, der sich so extrem krass über irgendwas aufregt. Ich habe mich bestimmt schon mal über irgendwas aufgeregt, aber keine generelle Sache, die mich irgendwie stark aufregt, sondern einfach nur, die mich so ein bisschen enttäuscht, wenn manche Leute, wie ich auch, glaube ich, im letzten Part gesagt habe, wenn manche Leute zum Beispiel ihre Streitereien auf YouTube tragen, das enttäuscht mich so ein wenig, aber dass ich mich jetzt krass darüber aufrege, ist, glaube ich, auch nicht so gut. Weil selbst wenn man sich darüber aufregt, was bringt einem das? Weil es wird ja trotzdem gemacht. Und wenn man sich am Ende darüber aufregt, ist man nur derjenige, der sich am Ende Stress macht. Und dieser Stress, der macht sich nicht bezahlt, weil es bringt ja nichts, wenn du dich darüber aufregst, oder? Eigentlich nicht, nein. Deswegen, ja, es gibt nichts, was mich wirklich ziemlich krass aufregt. Welche Fragen magst du mehr? Eher Themenfragen oder eher solche Fragen wie, was magst du lieber, XYZ oder ABC? Ich bin eher jemand, der Themenfragen mag, weil man kann darüber auch ein bisschen näher sprechen und das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Aber manchmal auch zur Abwechslung diese Entweder-Oder-Fragen, die sind nicht schlimm. Also das auf jeden Fall nicht. So, sind wir jetzt hier? Ich glaube, wir sind sehr nah am Ziel. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir fast da sind. Auf jeden Fall, ja, kommen wir zu den nächsten Fragen von Flo. Welchen von den drei Rabauts-Entwicklungen findest du am besten und was am schlechtesten? Bitte auch begründen. Ja, ich würde sagen, dass Nocturne, tut mir leid, Nocturne, tut mir leid, aber ich glaube, dass Nocturne ganz weit unten ist. Nicht wegen der Tatsache, dass auf Smogon oder im Calculator steht, don't use Hitmonchan. Nein, nicht deswegen. Ich bin erstens ein Fan von sehr schnellen Pokémon, wie zum Beispiel Kikli. Und wieso gehe ich auf Lehmbrühe? Egal. Also nicht Kikli ist kein schnelles Pokémon, aber ich bin eher ein Fan von schnelleren Pokémon und Kikli ist schneller als Nocturne um 10 Basepunkte und es hat die Fähigkeit Entlastung. Somit ist das ultimativ schnell, wenn man die Entlastung rausbekommt. Deswegen finde ich
Kikli besser als Nocturne und wegen der anderen Fähigkeit achtlos, die ist auch ziemlich cool, auch wenn natürlich Eisenfaust auf Nocturne auch ziemlich cool ist, weil es die Hiebe verstärkt, aber dennoch finde ich Kikli alles in allem auch vom Design etwas interessanter. Wobei, natürlich, Nocturne sieht nicht schlecht aus. Es ist ein Boxer, aber Kikli ist ein Bruce Lee. Wer will keinen Bruce Lee in seinem Team haben? Auf jeden Fall, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und wieso ich dann sage, okay, Hitmon, wie heißt das Ding? Hitmon Top, also Capoeira, genau, Capoeira. So hieß das Ding, Capoeira. Wieso Capoeira über Hitmon Chan ist, also Nocturne, ist, weil ist die Fähigkeit Bedroher hat. Und die Fähigkeit Bedroher hat auch Akani. Oder Akani ist ein super Pokémon. Nein, das ist nicht der Grund. Aber ich finde, Bedroher ist eine echt gute Fähigkeit. Und dadurch, dass es halt nicht so schnell ist, wird es aber ausgeglichen durch diese Fähigkeit. Also kann man es etwas bulkiger spielen, auch schön mit Offensivweste, aber hat zugleich den Bedroher drauf, um die physischen Moves vom Gegner zu reduzieren. Also die Power von den physischen Moves. Deswegen finde ich, ist ganz weit oben Kikli, danach Capoeira und danach Nocturne. Wobei Nocturne kein schlechtes Pokémon ist, wie immer alle sagen. Oder im Calculator steht, don't use Hitmonchan. Naja, auf jeden Fall, ja, so viel dazu. Ich hoffe, die Begründung war ausführlich genug. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Was war dein Lieblingsspielzeug in deiner Kindheit? Ich habe mit vielen verschiedenen Sachen gerne gespielt. Mit Lego habe ich sehr gerne gespielt, also auch mit Lego Duplo, aber auch mit den kleinen Legos oder generell diese Bionicles. Darüber habe ich mich ja auch mit Barzi unterhalten. Aber auch Fußball. Mit dem Fußball habe ich sehr gerne gespielt, auch wenn das kein richtiges Spielzeug ist, aber damit habe ich gerne gespielt. Und sonst viele Kleinigkeiten. Es gab Playmobil in meiner Kindheit, es gab Bauklötze, ganz normale Bauklötze gab es auch noch für mich. Also, ich habe kein festes Spielzeug, was mein Lieblingsspielzeug war, aber ich glaube, Bionicle sind ganz weit oben. Mit denen habe ich sehr, sehr gern gespielt. Ich habe die gerne zusammengebaut, aber auch generell Lego habe ich gerne zusammengebaut. Wie findest du die Synchro von Deutschland bei Animes? Ich schaue nicht viele Animes, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Eigentlich so gut wie gar keine, außer momentan Naruto, weil die Filler-Folgen ja mehr oder minder vorbei sind. Wobei immer mal wieder sich eine Filler-Folge einschleicht und das finde ich nicht sehr schön, weil Filler-Folgen sind nervig, wenn du die Filler-Folgen schon kennst. Wenn das kommt, was schon mal gekommen ist, 50.000 Mal, und das dann wieder reproduziert wird. Das nervt mich manchmal ein bisschen an Naruto, aber erstmal nach vorne schauen. Ich reg mich ja nicht unnötig über solche Sachen auf, wie ich gerade eben auch gesagt habe. Also, sonst kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich schaue auch die japanische Version von Naruto mit englischen Untertiteln. Deswegen kenne ich davon auch keine deutsche Synchro. Und generell kenne ich keine deutschen Synchros von irgendwelchen Animes. Deswegen, wobei natürlich, ich habe damals mir Naruto angeschaut, die deutsche Synchro. Und dachte mir so, okay, ich könnte es mir niemals vorstellen, die japanische mir anzuschauen mit englischen Untertiteln. Erstmal eine Zeit lang. Als ich das dann mal irgendwann angefangen habe und mich daran gewöhnt habe, dachte ich mir, Alter, es gibt zwar auch noch die deutsche Version zu einer gewissen Folgenanzahl, aber schaue ich mir lieber die japanische an, weil die Stimmen einfach besser sind. Deswegen würde ich generell sagen, die Deutschen sind nicht schlecht, das würde ich so nicht sagen, aber das Original ist meistens nicht schlecht, ein Tick besser, so rum. Gut, dann kommen wir zu den nächsten Fragen. Von Flo, würdest du einen Pokémon-Hack-Let's playen mit einer Nuzlocke oder so? Bestimmt, aber das nächste Spiel, was drankommt, ist nicht direkt ein Hack. Es ist mehr oder minder ein Hack, aber nicht so ganz. Also kein komplett neues Spiel, weil es gibt ja auch solche Pokémon wie Pokémon-Spiele, wie Pokémon Glazed oder Pokémon Omicron oder Pokémon Zeta Omicron. Heißt es Zeta Omicron oder gibt es zwei verschiedene Spiele namens Zeta und Omicron? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es viele Spiele, viele Hacks, die ziemlich cool sind. Also kann ich mir da auf jeden Fall vorstellen, irgendwann mal ein Let's Plays von zu starten. So, in welcher Etage sind wir jetzt überhaupt? Ich muss mal ganz kurz schauen. Wir sind jetzt in Etage 7. Ich wollte eigentlich in Etage 4 rein, weil ich glaube, in Etage 4 war doch irgendwo der Teleporter zum Türöffner. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warte mal ganz kurz. Wir gucken hier nochmal. Wir sind in diesen Teleporter schon gegangen. In den sind wir auch schon gegangen.
Oder? Sind wir in den schon mal gegangen? Was, wenn wir in den nochmal reingehen? Was passiert dann? Warte mal ganz kurz. Kurz mal nachdenken. Warte mal. Doch, ich glaube, wir waren schon auf dem richtigen Weg. So, waren wir nicht hier schon auf dem richtigen Weg? Doch, ich glaube schon. Moment. Dann müssen wir, glaube ich, einmal kurz nachdenken. Gehen wir da nach oben oder? Warte mal ganz kurz. Ich hab's irgendwie noch im Kopf, aber auch nicht so ganz. Dann geht's, doch, hier muss es doch irgendwo den Türöffner geben. Ich war mir sicher, dass es den hier gibt. Sicher nicht? Gab's den nicht hier? Ich dachte, den gab's genau hier. Aber, wobei, doch, warte mal. Ich weiß, glaube ich, jetzt, wie der Teleporter aussah. Ich muss ihn nur finden. Ich muss die richtige Etage finden. Und dann habe ich, glaube ich, auch den Standort des Teleporters. Ich schaue nochmal, ob ich die Trainer hier schon gemacht habe. Aber ich glaube, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, wo der ist. Also ich muss erstmal die richtige Etage finden. Aber wenn ich die richtige Etage gefunden habe, dann sollte ich normalerweise... Okay, den Trainer haben wir noch nicht gemacht. Dann sollte ich den Türöffner finden. Ich habe gerade genau ein Bild vor Kopf. Vor Augen. Vor Kopf, Digga. Ich habe ein Bild vor Kopf. Digga. Ich habe ein Bild vor Kopf. Okay, kommen wir zu den nächsten Fragen. Was hältst du von Pokémon-Karten? Ich habe damals Pokémon-Karten gesammelt, habe nie welche gekauft, also Booster-Packungen, sondern ich habe angefangen mit einer gefundenen Pokémon-Karte und habe mir dann neue Pokémon-Karten ertauscht. Oder manche habe ich sogar geschenkt bekommen von lieben, netten Leuten, aber die meisten habe ich mir ertauscht. Also gute Karten, die gegen vielleicht ein paar mehr schlechtere Karten, aber dann die Karten konnte ich dann wieder weiter vertauschen und so weiter. Und ich hatte am Ende einen ziemlich großen Stapel, dafür, dass ich mir nie welche gekauft habe. Aber dann war das Problem, dass ich mal ziemlich, ja, wie soll ich das sagen, ziemlich dumm war, kann man so sagen, glaube ich. Ich war ein ziemlich dummes, kleines Kind, hatte meine Pokémon-Karten in der Hosentasche, habe die nicht rausgeholt und dann ist meine Hose in die Waschmaschine gekommen, wie sie natürlich auch irgendwann mal kommen muss, also in die Waschmaschine. Ist hier der Türöffner drin? Nee, hier ist die Lützibeere drin. Ey, cool, eine Lützibeere. Alter. Auf jeden Fall, ja, ist dann das in die Waschmaschine gekommen und Pokémon-Karten sind nicht aus Metall oder aus Plastik oder aus irgendwas Wasserabweisendem, sondern aus etwas, was natürlich Wasser nicht so ganz super toll findet. Also aus Pappe, Papier, wie auch immer. Und ja, dann könnt ihr euch denken, was am Ende dann passiert ist. Ich habe die Pokémon-Karten wiederbekommen, aber etwas anders als zuvor. Und ja, da hatte ich nicht mehr so viele Karten. Also manche haben es noch irgendwie überlebt. Und dann habe ich aber dann auch irgendwie... Doch, ich glaube, ich habe... Genau, da habe ich von einem Freund ein paar geschenkt bekommen, weil er hatte so viele und er hat dann gesehen, Alter, ich habe meine ganzen verloren, mehr oder minder. Und war sehr nett zu mir. War auch mein bester Freund zu dem Zeitpunkt. Und ja, der hat mir dann ein paar Karten gegeben und dann hatte ich wieder ein paar mehr und wieder getauscht und gesammelt, weiter gesammelt und so weiter. Und habe ich wieder einen relativ großen Stapel hier stehen, also nicht hier stehen, aber da, wo sie gerade stehen. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe einen Arcani, ich habe ein super tolles Arcani. Das ist super schön. Auf jeden Fall, ja, soviel zu dem Thema. Also, ich finde Pokémon-Karten nicht schlecht, aber mittlerweile sammle ich sie nicht mehr, wie manche andere noch. Was ja auch nicht schlimm ist, ne, was ja, ist ja eigentlich auch ziemlich cool. Und wieso? Genau, Durchbruch. Das wollte ich eigentlich einsetzen. Was war das schlechteste Video, was du je gesehen hast? Wow, okay. Es gab einige schlechte Videos, die ich gesehen habe, aber selbst wenn es mir jetzt einfallen würde, würde ich es, glaube ich, nicht sagen. Außer, es ist wirklich ein richtig schlechtes Video, was von einer Person kommt, die vielleicht extra ein schlechtes Video gemacht hat. Wer weiß? Nein, keine Ahnung. Ich weiß, ich kann das nicht auf Anhieb sagen, weil ich habe so viele Videos gesehen und da gab es echt schlechte Videos, die einfach qualitativ, Audio, Video, wie auch immer, inhaltstechnisch einfach nur schlimm waren. Aber ich denke mal, noch nicht mal, dass er diese Videos kennt oder, also es sind keine populären, wobei manchmal sogar populäre Videos, manchmal aber auch einfach Videos, wo man sich denkt, wieso habe ich überhaupt auf diesen Link geklickt, der in die PokéTuber-Gruppe reingepostet wurde? Ja, Leute, ihr habt auch schon ganz oft solche Videos reingeschickt, die einfach nur ultra schlecht sind. Und denkt so, Alter, nee, das ist traurig, das ist ein bisschen traurig, diese Videos mir anzuschauen. Nee, danke. Auf jeden Fall, ich habe schon mal welche gesehen, aber das Schlechteste kann ich so nicht sagen. Und ich wüsste auch nicht den Namen oder wer das hochgeladen hat, wie auch immer. Selbst wenn ich jetzt vor Augen hätte, was für ein Video ich meine.
Gut, kommen wir zu der nächsten Frage. Bist du oft in Freizeitparks? Ja, jedes Jahr fast einmal, doch bin ich mal in einem Freizeitpark und ich suche jetzt gerade wie verrückt diese Etage. Wo ist die denn? Mann, wir gehen noch einmal runter. Weil ich glaube, es war einer der unteren Etagen, wo das ist. Bevor ich hier weiter mit den Fragen mache, weil ich kann mich sonst nicht ganz konzentrieren. So, hier waren wir schon. Man braucht einfach diesen Türöffner, weil damit macht es uns so viel leichter. So, hier nochmal einmal runter. Schauen wir nochmal hier. War es hier? War es der Teleporter? Nee, macht keinen Sinn, oder? War es der? Waren wir hier schon irgendwie? Nee, hier waren wir schon mal. Also gehen wir hier wieder weg. Und schauen uns nochmal weiter um. Ich glaube, diese Etage war es nämlich nicht. Doch, war es die? War es die? Hier haben wir schon. Nee, das war die nicht. Gut, dann gehen wir nochmal einmal runter. War es vielleicht dieser Teleporter hier? Hier, den Trainer haben wir noch nicht besiegt. Okay, es kann sein. Wobei, nee, ich glaube nicht. Also, der gibt uns, denke ich mal, nicht den Türöffner. Ich glaube, das war nämlich in einem Pokéball drin. Und ich hoffe, das wurde nicht gerandomized. Eigentlich sollte es nicht gerandomized werden, aber ich bin momentan etwas am Verzweifeln, weil ich weiß nicht, wo das sein soll. Auf jeden Fall, ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei welcher Frage waren wir stehen geblieben? Genau, magst du... Nee. Doch, bist du oft in den Freizeitparks, habe ich ja gesagt, jedes Jahr einmal, mehr oder minder. Letztes Jahr war ich im Heidepark. Da war ich auch schon ein paar Mal. Und ich finde, da gibt es einige schöne Attraktionen. Die ein oder andere schöne Achterbahn. Ich bin jemand, der gerne Achterbahn fährt. Ja. Und dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Magst du Jahrmärkte, Kirmes und so weiter? Gehe ich selten hin. Das letzte Mal, dass ich auf den Dom gegangen bin, ist 7 Jahre möglicherweise schon her. Doch, kann gut sein. Und ich wollte nicht auf Geduld gehen. Das war eigentlich nicht mein Plan. Ja, okay. Egal, das speede ich aber ganz kurz, weil irgendwie diese Animation ziemlich lange gedauert hat. Ich speed einmal, glaube ich, ein bisschen durch, wisst ihr? Ich weiß nicht wieso, aber ich möchte hier ein bisschen schneller durchkommen und dieses Banett will mir irgendwie nicht aus dem Kopf gehen. Es ist so nervig, nein. Warte, ich habe den Türöffner schon die ganze Zeit gehabt? Wieso habe ich den Türöffner schon die ganze Zeit gehabt und ich merke es erst jetzt? Wieso habe ich die ganze Zeit schon den Türöffner gehabt und ich merke es erst jetzt? Leute, wieso hat mir das niemand gesagt? Ihr habt das bestimmt schon alle gesehen und dachtet euch, alter Preston, was ist denn los mit dir? Du bist ein Trottel, ich hasse dich. Eigentlich habt ihr das nicht gedacht, weil ich bin schon ziemlich cool, aber, nein, eigentlich nicht. Eigentlich doch. Ich weiß nicht, nein. Ich bin nur ziemlich dumm, weil ich den Türöffner die ganze Zeit hatte. Mann. Ich speed jetzt hier, glaube ich, ein bisschen echt durch, um die einzelnen Etagen einmal kurz durchzugehen. Und nicht so viel Zeit zu verschwenden. Das ist gerade ein bisschen nervig, dass ich die ganze Zeit... Wow. Wow, das ist echt traurig. Das ist traurig. Wow, ich habe ewiges Eis gefunden. Habe ich irgendwie ein Pokémon, was davon profitiert? Waren das Eisattacken, die verstärkt werden? Eigentlich schon, aber es kann ja auch sein, dass es Wasserattacken sind. Aus irgendeinem Grund. Nein, es sind Eisattacken. Haben wir irgendwie eine Eisattacke auf irgendeinem Pokémon? Bericht. Ja, Draschel hat keine Eisattacke, das wissen wir. Hier haben wir keine Eisattacke drauf. Nein. Keine Eisattacken. Also, noch bringt uns das nicht so, aber hier nochmal kurz alle Etagen durchgehen. Es tut mir so leid, Leute. Ich sollte nicht so viel speeden, aber ich möchte eigentlich auch nicht speeden, aber ich möchte nur einmal schnell hier durchgehen, weil ich habe so viel Zeit jetzt unnötig verschwendet, indem ich das gesucht habe und dann habe ich es schon gefunden gehabt. Also war es doch richtig. Ich habe wahrscheinlich irgendwo einen Pokéball gefunden und ja, ich bin einfach dumm. Ist okay. Können wir mit klarkommen. Haben wir hier noch irgendwie eine Möglichkeit? Hier ist noch ein Teleporter, okay. Bringt mir der Teleporter irgendwas? Der bringt mich hier hin, okay. Türöffner, ja. Hier. Hier müssten wir, glaube ich, zu Gary kommen, wenn wir in den Teleporter reingehen, wenn es mich nicht täuscht. Aber da werden wir jetzt noch nicht reingehen. Wir werden erstmal kurz die Trainer besiegen. Wobei, ich speed hier nicht die ganze Zeit durch. Es tut mir leid, ich möchte eigentlich nicht so viel speeden. Ich speede eigentlich normalerweise gar nicht im Let's Play, aber das hat mich gerade ein bisschen genervt, dass ich so schlecht mich angestellt habe und die ganze Zeit einfach übersehen habe, dass ich den Türöffner habe. Naja, auf jeden Fall. Weiter geht's im Kontext. Und zwar kommen wir zu den Fragen von Alex. Und zwar fragt er, welche Fähigkeit würdest du den drei Gen 4 Startern geben, wenn sie eine Mega bekommen? Also fangen wir erstmal an mit Chelterra. Chelterra ist ein Bodenpflanzen-Pokémon, welches bestimmt eine... Also, es hat eine krasse Defensive und es würde wahrscheinlich auch einen Defensivboost wie einen Offensivboost bekommen. Und deswegen würde ich
sagen, dass vielleicht die Fähigkeit Felskern ziemlich gut passen würde, weil ich meine, Boden, Alter, das passt echt gut, merke ich gerade, weil Kamerupt, also normalerweise glaube ich, die meisten Gesteins-Pokémon, ich glaube, es gibt auch nur 4 Pokémon, die Felskern haben, hier, Rihorno ist ja zum Beispiel ein Gesteins-Pokémon, ich glaube, Galapagos und Carapaz haben noch Felskern und sonst gibt es noch Kamerupt. Und Kamerupt ist ein Boden-Pokémon, das heißt, auch Boden-Pokémon können Felskern haben. Das heißt, Felskern könnte ja auch rein theoretisch von der Art und Weise her von Dingens kommen. Ihr wisst schon, also auf eine Mega-Entwicklung von Chaterra. Und ich glaube, das würde ziemlich gut passen, wenn es einen Defensiv-Boost plus einen Attack-Boost bekommen würde, dann würde Felskern, glaube ich, echt einen guten Job leisten. Wer nicht weiß, was Felskern ist, dadurch bekommt man 25% weniger Schaden von sehr effektiven Attacken. Also eine sehr schöne Fähigkeit, deswegen glaube ich, dass Felskern sich echt gut anbieten würde. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Pokémon. Und zwar, welches Pokémon haben wir noch? Panferno und Empoleon. Machen wir erstmal Panferno. Ich glaube, man kann bei Panferno wirklich sogar bei der normalen Fähigkeit Eisenfaust bleiben. Weil ich finde, Panferno profitiert davon eigentlich ganz gut. Und Panferno würde wahrscheinlich einen Init- und Angriffsboost bekommen. Und dadurch, dass es Attacken wie Machpunch, Donnerschlag, Feuerschlag und so weiter hat, ich glaube, das würde sich ganz gut anbieten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, ja doch, bleiben wir mal bei der Fähigkeit. Und dann haben wir noch Empoleon. Empoleon, ein speziell defensives Monster, hat einen guten KP-Wert, hat mehr oder minder gute Angriffs- und Spezialangriffswerte, also durchschnittliche. Und ist, denke ich mal, auch ein Pokémon, was im Spezialangriff und im Angriff ein bisschen Boost, also einen kleinen Boost bekommen würde und in der Spezialverteidigung wahrscheinlich. Also ein Off-Tank, der gut reinhauen kann, aber auch einiges tanken kann. Und deswegen würde ich sagen, okay, hier ist ein Bett, das ist schon mal schön. Würde ich sagen, was kann man da für eine Fähigkeit nehmen? Vielleicht sogar Filter, könnte man auch machen, wäre natürlich auch interessant, Filter als Fähigkeit und ich glaube, wir kommen dem Boss immer näher. Ja, nee, wobei doch nicht, hier waren wir ja schon. Wir müssen dann wahrscheinlich gleich durch einen anderen Teleporter gehen, aber ich möchte erstmal alle Türen hier durchgehen, werde hier nochmal ein bisschen speeden, damit wir ein bisschen schneller durchkommen. Nee, hier waren wir schon einmal, also ist das hier unnötig. Ja, was kann man sonst noch für Fähigkeiten nehmen? Ich glaube, Filter ist auch ganz cool, weil Stolos hat Filter als Stahl-Pokémon. Ist ein cooles Pokémon mit Filter. Mega Stolos. Und ich glaube, auf Empoleon könnte sich auch die Fähigkeit relativ gut anbieten. Es würde sogar ziemlich overpowered sein, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, so ein Empoleon hat gerade mal eine Elektroschwäche, eine Kampfschwäche und eine Bodenschwäche. Was hat's noch? Hat's noch viel mehr? Ich bin gerade am Überlegen. Kampfboden, Elektro, nee, eigentlich nicht. Natürlich, Stolos hat weniger und ist somit ein bisschen cooler, aber Empoleon hat dann nochmal die Möglichkeit mit Step-Moves wie Wasserattacken, also Step-Wasserattacken, bisschen variabler zu sein als nur ein Erdbeben und ja, die typischen Stahlattacken auf einem Stolos. Und Empoleon hat nebenbei auch zu Coverage die Fähigkeit, nicht die Fähigkeit, die Attacke Erdbeben. Also es hat einen ziemlich guten Movepool. Und es hat sogar Schwertanz, glaube ich. Ja doch, es hat Schwertanz, genau. Es hat Schwertanz mit Siegeswille. Auch, das ist ein super cooles Pokémon. Ich meine, wieso da nicht Filter draufpacken? Das wäre ja ziemlich stark. Ich glaube, das würde direkt ins OU kommen. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht ins OU kommen würde. Dass die Usage da nicht höher werden würde. Das kann mir keiner erzählen. Leute. So, und ich glaube, wir haben jetzt nun alle Etagen abgeklappert. Ich werde noch einmal hier ein bisschen durchspeeden. Haben wir noch mal alles geschafft, hoffentlich. Weil dann können wir zu Giovanni gehen und haben nun endlich auch dieses Gebäude hier endlich geschafft. So, hier sind noch mal ein paar Teleporter. Bringen sie uns noch an bestimmte Orte? Nee, nichts Besonderes. Hier noch mal ein Teleporter. Nee, hier waren wir auch schon. Was ist das denn bitte? Aber ich habe da noch einen Pokéball gesehen. Den werden wir uns auch einmal schnappen. So einige Pokebälle, also hat sich's. Okay, Indigo-Stück, der Beutel ist zu voll. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal herzukommen. So ein Beleber können wir wegschmeißen, wobei wir schmeißen lieber einen Trank weg. Und den Beleber verkaufen wir. Wir wollen ja hier, ne? Wir wollen ja schon schlau denken. So, haben wir noch irgendwas, was wir wegschmeißen können? Wir können ein
Fluchtseil nicht. Nein, nein, nein. Tropenbrief können wir wegschmeißen, das bringt noch kaum Geld. Und wir können auch einen Traumbrief wegschmeißen, das bringt auch kein Geld. Sonst noch irgendwas? Weitbrief schmeißen wir natürlich weg, weil ich meine, das bringt uns gar nichts. Sonst noch irgendwas? Nugget schmeißen wir definitiv nicht weg. Brauchen wir noch irgendwas? Na, ich glaube, 3 Pokébälle sind hier nur, das wird schon passen. Dann haben wir noch hier einen Premierball und ein Grünstück. Ist hier oben noch irgendwas? Hier ist noch eine Person, aber die erzählt uns nichts Wichtiges. Und ich glaube, dann war es das auch so gut wie. Dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich zu Gary. Ich schaue nochmal, wir sind jetzt hier in der 2. Etage. Haben wir noch hier irgendwas vergessen? Ne, hier haben wir nichts vergessen. Und dann gehen wir nochmal in die letzte Etage und dann haben wir auch alles. Nein, ich wollte noch einmal in die letzte Etage, bitte. So, und hier ist auch nichts mehr, was geschlossen ist anscheinend. Ne, wobei, hier mal nach links gucken. Sorry, dass ich so viel speed, aber ich denke mal, das kommt euch auch zugute. Weil dadurch ist der Part da nicht zu lang. Weil ich finde, der Part wird jetzt schon so oder so schon 30 Minuten lang und ich glaube nicht, dass ihr einen 40-Minuten-Part haben wollt. Und warte, was macht diese Frau da? Zu Hilfe bitte, nein. Mann, das sind auch alle... Ah, Donnerwelle, okay, warte mal. Will ich irgendeinem Pokémon Donnerwelle beibringen? Es kann keines meiner Pokémon eine Donnerwelle, also bringt mir das sowieso nichts, okay. So, wohin bringt mich dieser Teleporter? Okay, ein zweites Geschoss, da wollte ich auch rein, denn hier ist der Teleporter zu Gary. Und jetzt wird auch nicht mehr gespeedet, denn da ist Gary auch schon. Und wir werden... Werden wir mit Kallen dienen? Ja, komm, damit ihr Erfahrungspunkte bekommt... Werden wir mit Kallen dienen. Und dann machen wir weiter mit den Fragen. Und zwar, wobei, machen wir noch weiter? Haben wir noch irgendwelche? Doch, wir haben noch ganz viele Fragen von einer Person, die 30 Fragen gestellt hat. Und zwar Tentrilicon LP. Und ich glaube, wir werden damit auch noch anfangen in diesem Part. Aber natürlich nicht beenden, das wird nämlich ein bisschen dauern. Und zwar fangen wir mit der ersten Frage an. Welches Ende von The Walking Dead findest du am besten? Ich denke mal, du gehst von dem Spiel aus, also vom Comic-Spiel, also in der Comic-Verfassung. Und das habe ich ja auch, also da habe ich mir den Let's Player auch dazu angeschaut. Ich denke mal nicht, dass du von der Serie ausgehst, weil ich glaube, die läuft noch, oder? Ich schaue The Walking Dead nicht, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Aber, nein, Finale, alter Kallen, das überlebst du doch, oder? Okay, ich hatte gerade echt Angst. Ich hatte gerade richtig Angst. Gut, dass Kallen irgendwie ein bisschen bulky ist, mehr oder minder. Okay, ich hatte gerade super Angst heute, das war gerade ein Schock für mich. Okay, gut. Ja, genau. Welches Ende von Walking Dead findest du am besten? Also, ich möchte auch nicht zu viel spoilern, aber ich denke mal, du gehst von Season 1 aus, weil Season 2 habe ich noch nicht zu Ende geschaut, bei dem Let's Player, wo ich es mir damals auch angeschaut habe. Aber da gab es ja nicht auch nur ein wirkliches Ende. Und ich möchte nicht über das Ende sprechen, falls ihr das Spiel noch irgendwie spielen wollt oder so. Deswegen lasse ich es einfach mal. Aber eigentlich, ich weiß auch gar nicht, von welchem alternativen Ende du sprichst. Ah, jetzt weiß ich, von welchem du sprichst. Ich sag mal so viel. Für die Leute, die das nicht gesehen haben oder und noch sehen wollen oder noch spielen wollen, werde ich es nicht spoilern. Aber ich finde das Ende besser, wo man einfach weggeht. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, das ist nicht zu viel verraten. Ich glaube, ich finde das Ende noch nicht mal schlecht. Also ich glaube, natürlich das andere Ende ist vielleicht auch gar nicht mal so dumm, weil... Nein, ich würde sagen, ich bleibe bei meiner Aussage. Ich finde das Ende besser, wo man einfach weggeht. Aber ich glaube, das ist nicht zu viel gespoilert und ich werde auch nicht weiter darüber sprechen für die Leute, die dieses Spiel noch spielen wollen. Mann, Leute, was ist denn heute los mit mir? Ich nehme heute schon sehr viel auf. Das ist schon mein zweiter 30-Minuten-Part, den ich am Stück aufnehme. Das ist meine Entschuldigung hier an dieser Stelle. Wer ist deine Lieblingsfigur aus The Walking Dead? Lee. Doch, Lee. Ganz klar Lee. Was hältst du von Creepypastas? Ich höre nicht so viele Creepypastas mehr an und ich schaue mir auch nicht so viel an oder ich lese auch nicht so viele Creepypastas. Deswegen, ja, es ist, denke ich mal, nicht schlecht. Also... Creepypastas finde ich interessant und kreativ, aber ich höre mir nicht so viel an, wie gesagt, oder schaue mir nicht so viel an oder lese nicht so viele, wie auch immer, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Was hältst du von FKK, also freie Körperkultur? Ja, jedem das seine, mehr oder minder. Ich weiß nicht, wenn man Kinder hinschleppt, weiß ich nicht ganz genau, ob das so gut ist, wenn man Kinder in ein FKK-Bad schickt. Aber
Jedem das Seine, wie gesagt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was hältst du von Digimon? Ich wurde davon schon ganz oft angeprangert, dass ich zu wenig Digimon geschaut habe. Ich habe Digimon geschaut, also ich bin niemand, der Digimon komplett nicht geschaut hat, aber ich habe es nicht so viel geschaut. Deswegen, ja, was halte ich von Digimon? Es ist eine gute Serie. Doch, es ist eine gute Serie, aber ich habe es zu wenig geschaut dafür. Aber ich habe vor, in den Ferien die ein oder andere Staffel mir anzuschauen, damit ich nicht mehr derjenige bin oder der Außenseiter, der Digimon nicht geschaut hat oder aktiv geschaut hat. Und ja, was hältst du von Mortal Kombat? Habe ich nie wirklich gespielt. Ich glaube, das ist das Spiel für das Smartphone, oder? Kann das sein? Ich glaube, ich höre mich gerade wie... Ich wollte auch gar nicht auf Hitzekoller gehen, also finde ich es gut, dass ich daneben gegangen bin. Ich glaube, ich höre mich gerade wie der größte Volldepp an. Aber Mortal Kombat müsste doch... Also es gibt noch das Kampfspiel, was so ähnlich heißt für die PlayStation. Aber ich glaube nicht, dass es das Spiel war, oder? Ihr könnt mich gerne korrigieren. War Mortal Kombat das Kampfspiel für die PlayStation, also das Beat'em Up, oder war es das für Smartphone, dieses schlechte Shooter-Spiel? Wenn es das zweite war, dann, ja, ist halt ein Shooter für ein Smartphone. Wenn es das Beat'em Up war, weil ich diese beiden Namen gerne mal vertausche, dann finde ich es gut. Mortal Kombat habe ich mit ein paar Freunden ein bisschen mal gespielt. Nicht so viel, aber ich finde, es ist ein gutes Beat'em Up. Vor allem Mortal Kombat vs. DC Universe. Oder war es das? Auf jeden Fall gab es ein Beat'em Up, wo der Titel mit bla 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 vs. DC Universe war. Ich weiß nicht, ob es Mortal Kombat ist. Ich weiß es nicht. Ich bringe das sehr gerne durcheinander. Deswegen, ihr könnt mich da gerne korrigieren in den Kommentaren. Und dann kommen wir zu der nächsten Frage, die mich denken lässt, dass das vorige doch der Shooter war. Und zwar spielst du irgendwelche Ego-Shooter... Nicht aktiv. Ich habe mal ein bisschen Battlefield gespielt, ein bisschen Call of Duty mit Freunden, aber nie selber wirklich aktiv gespielt, nein. Aber mit Freunden gerne mal an einer Konsole und dann ein paar Runden gezockt. Doch, das habe ich gemacht. Weil das finde ich eigentlich ziemlich cool, aber auf Dauer habe ich keine Motivation, irgendwelche Shooter zu spielen. Hast du mal eine Wette verloren? Ich wette nicht wirklich oft, deswegen, oder fast gar nicht, deswegen habe ich auch, glaube ich, keine verloren. Nicht, dass ich wüsste. Deswegen weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Und Alter, er hat einen Griffel. Wow, ich sehe einfach so ein süßes Griffel. Das schaut mich an. Hallo, willst du mit mir spielen? Ich bin der kleine Affe von dem gefährlichen Giovanni. Hallo, ich will mit dir spielen. Der sieht so süß aus. Und der sieht nicht so aus, als wäre er ein Pokémon von Giovanni. Aber okay, haben wir hier irgendwo einen Supertrank? Ja doch, ganz unten. Ja, dieses Griffel, das bringt mich gerade ein bisschen aus der Bahn, dieses Griffel. Es lächelt einen so sehr an, es will einfach nur spielen. Mann, Leute, es will einfach nur spielen. Es will doch nur... okay. Gut, nächste Frage. Wenn ja, was musstest du machen, wenn ich eine Wette je verloren habe? Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich nie irgendwas machen musste, da bin ich mir sicher. Welche Zahl magst du am liebsten? Die Nummer 7. Die Nummer 7 ist meine Lieblingszahl. Das ist ja auch das Blue-7-Syndrom, unter welchem ich leide. Und zwar, dass meine Lieblingsfarbe die Farbe Blau ist und meine Lieblingszahl die Zahl 7, denn die meisten Menschen oder die Häufigkeit, oder wie gehen wir das mal an? Es ist nämlich so, es gibt eine Studie, und die gemacht wurde unter ganz vielen Menschen, und da hat man gefragt, okay, was ist deine Lieblingsfarbe und was ist deine Lieblingszahl? Und die meisten Leute mochten die Zahl 7 am meisten und die Farbe Blau gleichzeitig noch dazu. Und diesem Syndrom unterleide ich auch. Oder unter diesem Syndrom leide ich auch, weil... Also, ist kein Syndrom, aber es heißt Blue Seven Syndrome. Und ja, meine Lieblingsfarbe ist Blau und meine Lieblingszahl ist 7. Ist die 7. So. Ha, Hilfe. Ich habe zu viel schon heute aufgenommen. Hast du nicht mal mit jemandem geprügelt? Nicht so wirklich... Also nicht eine wirkliche Prügelei. Es kam schon zur Auseinandersetzung, aber zu wirklichen Prügeleien, also als kleines Kind. Aber, und wir haben natürlich schon mal als kleine Kinder haben wir gerangelt, aber nie wirklich geprügelt wegen irgendwas Ernstem. Nicht so richtig. Wie findest du Megasumpex? Megasumpex ist ein cooles Mega-Pokémon. Eines der, nicht der coolsten, aber doch relativ weit oben auf meiner Liste. Doch, Megasumpex, ziemlich cool. Hast du Haustiere? Nein, habe ich nicht. Wenn ja, welche? Ich habe keine, also gar keine.
Liest du lieber Bücher oder schaust du lieber Filme? Kommt drauf an, ein gutes Buch kann genauso gut wie ein guter Film sein, aber meistens schaue ich eher einen guten, also schaue ich eher einen Film. Ich bin da der Faule, der zu wenig liest. Momentan lese ich zumindest zu wenig. Ich habe damals sehr viel gelesen, aber mittlerweile nicht mehr so viel. Welches Togetop-Pokémon fehlt dir am meisten? Schwalbini fehlt mir ziemlich stark, also Lugafalcon. Ich hätte gerne einen Schwalboss gehabt, aber ja, kann man nichts machen. Und sonst, eigentlich fehlt mir jedes Pokémon. Jedes Pokémon fehlt mir. Auf seine Art und Weise hat es irgendwas getan, außer Razor. Razor hat nichts getan, es war ein Isso und war nur ein Defoder. Aber sonst, Schwalbini war super. Schwalbini hatte ich zwar nur sehr kurz, aber ich wollte unbedingt einen Schwalboss haben und dann ist es gestorben. Sorry, gib mir eine Minute. Okay, gut. Haben wir uns wieder eingekriegt. Welche Mega-Entwicklung findest du am besten? Welche Mega-Entwicklung finde ich am besten? Ich würde sagen, da ist das Griffel wieder nebenbei. Die beste Mega-Entwicklung für mich ist Mega-Ruak X und Y. Und es wechselt die ganze Zeit mit Battle Pass aus, wenn ich es gerade richtig sehe. Finde ich sehr interessant. Nächste Frage. Welches Pokémon hättest du in dieser Color Lock noch gerne? Das habe ich, glaube ich, im letzten Part beantwortet. Oder war es in diesem Part? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Beide Parts sind so lang, deswegen, ja, keine Ahnung. Metagross. Und was war dein peinlichstes Erlebnis? Mein peinlichstes Erlebnis, über das will ich nicht sprechen. Über das will ich wirklich nicht sprechen. Vielleicht irgendwann einmal, aber über das will ich nicht sprechen. Es ist nicht umsonst das peinlichste Erlebnis überhaupt. Deswegen, nein, darüber will ich nicht sprechen. Also noch nicht. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Vielleicht lasse ich mich dann irgendwann mal erbarmen, aber nein, momentan noch nicht. Gut, besiegen wir hier noch das Griffel und machen die letzten 10 Fragen im nächsten Part, denn es sind wirklich nur noch genau 10 Fragen, glaube ich, wenn ich das gerade richtig sehe, oder 11 Fragen. Gut, hier nochmal das Griffel schnell zerstören. Es tut mir leid, Griffel, du schaust zwar süß, aber du gehörst Giovanni, du bist böse. Dein Lächeln ist verräterisch, ich weiß es. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part viel Spaß bereitet. Im nächsten Part geht es in die Arena von Saffronia City. Ich hoffe, euch haben diese beiden langen Parts mal gefallen und mal schauen, wie wir uns zum nächsten Part schlagen werden. Wobei wir uns nochmal ganz schnell hier den Meisterball von diesem Typen hier abholen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Ich habe Tschüss gesagt. So, jetzt aber. Tschüss.